Die Gelehrten haben gesagt, es gibt Giftstoffe, die das Herz zerstören. Und zwar ist das zu viel Gerede, zu viele Blicke, zu viel Schlaf, zu viel Nahrung, zu viel Umgang mit Menschen. Das sind 5 Gifte. Ja, was soll das heißen? Ich soll auf dem Berg und mit niemandem leben und das war's? Nein, nein. Nein, nein. Auch wenn es Salaf al-Salih, einige Gelehrte sagten, wäre es erlaubt, ich würde mit keinem Menschen mehr was zu tun haben. Aber darfst du nicht. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, die besten Menschen sind diejenigen, die unter die Menschen gehen, also der hat Kontakt zum Menschen, aber geduldig ist, wenn sie ungerecht sind. Ein Muslim darf sich nicht zurückziehen, ich will mit der ganzen Welt nichts mehr zu tun haben. Nein, nein. Du bist in der Gesellschaft, du sollst aktiv sein, du sollst produktiv sein, aber es geht hier um das Übertreiben. Das Übertreiben bei diesen 5 Sachen. Was haben wir gesagt, ist das Erste? Gerede. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Also da muss man kein Muslim sein, dass man weiß, unnötiges Gerede zerstört das Herz.